Werner Gers ist Autor des Buches Berufliche Informatik und wird uns im Folgenden das Konzept des Titels näher vorstellen. Herr Gers, wie sind Sie dazu gekommen, berufliche Informatik für den Bildungsverlag 1 zu schreiben? Ich habe vorher schon einige Bücher für den Bildungsverlag 1 geschrieben und da die EPAS, die einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Gymnasium im berufsbildenden Bereich bundesweit neu geordnet wurden, ist es eben so gewesen, dass ein entsprechendes Buch aus meiner Reihe fehlte und ich habe mich dann daran gesetzt und aus anderen Büchern etwas übernommen, aber auch viele Teile vollkommen neu geschrieben, damit es den aktuellen Lehrplänen in verschiedenen Bundesländern entspricht. Wie lange schreiben Sie für den Bildungsverlag 1? Ich denke, es ist so ungefähr um 1990 gewesen. Allerdings damals war es noch der Heckners Verlag, der wurde dann übernommen vom Kieser Verlag und so ist es dann weitergegangen. Diese Verlage sind dann aufgegangen in den Bildungsverlag 1. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, Herr Gers, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag auf der Didakta und wir sehen uns dann später beim Autorenabend. Ja, danke schön.